Gott, ich hoffe, man hört den Ventilator nicht. Ich hoffe es. Ich kann es nicht versprechen, dass man ihn nicht hört. Ich sterbe sonst hier drinnen, wenn ich ihn nicht anhabe. Und ja, es soll um ein Ausmist-Video gehen. Lipgloss und Lippenstifte. Keine Make. Außer ich habe ein paar Make-Lipgloss jetzt unabsichtlich reingeschmissen, aber ich hoffe, ich habe auch alles. Ich hoffe es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so gut es geht alles ausgeräumt. So. Fangen wir auch gleich mal an. Das kann was werden. Fangen wir im Korb, glaube ich, an. Das ist, glaube ich, ein bisschen gescheiter. Oder mal mit dem ersten. Das wird nicht aussortiert. Das habe ich nämlich vom Douglas bei einem Gewinnspiel gewonnen. Und ja, das werde ich natürlich nicht aussortieren. Ich hätte das schon längst einen Blogpost machen wollen oder ein First, weiß ich nicht was, Video. Aber ich hatte keine Zeit. Und ja, mein Blog hat ja nicht funktioniert. So, als allererstes, ich tue es aber mischen, also Lipgloss und Lippenstifte, das sind nämlich Drogerie-Lipgloss und Lippenstifte. Es sind aber ein paar High-End-Sachen auch dabei, aber wir werden mal gucken, was fliegt. Mal schauen. Der fliegt auf gar keinen Fall, das fängt schon gut an. Den habe ich nämlich von einer Freundin bekommen, das ist so ein silberverpackter Lippenstift und die Farbe ist genau meins, der sieht so aus. Der fliegt auf gar keinen Fall, weil den finde ich schön. Dann habe ich hier einen Lipgloss, den werde ich dabei auch noch nicht weggeben, fängt schon sehr schlecht an. Den trage ich jetzt gerade, deswegen gebe ich den natürlich auch nicht weg. Dann habe ich hier einen von Dior, den gebe ich auch nicht weg, weil den mag ich. Ich will aber schon meine Lipgloss reduzieren, wundert euch jetzt nicht. Ich zeige halt jetzt blöderweise die her, die ich nicht hergeben will. Das sind dann meine MAC noch, die was ich noch... Alles so dreckig, das ist echt nicht mehr normal. So, meine MAC Lipgloss, einmal diesen braunen, den ich jetzt schon öfter dran habe, mein Blush Glaze und den habe ich mal geschenkt bekommen, da ist auch nicht mehr so viel drin, die werde ich alle drei nicht hergeben. Langsam werde ich genervt. Bei den beiden bin ich mir irgendwie nicht sicher, das sind zwei Manhattan Lipgloss, die es so nicht mehr gibt. Sehen so aus. Einmal ist es der Schoko, glaube ich. Boah. Aber ich glaube, die werde ich noch lassen. Weil ich habe sie auch schon verwendet. Und einmal ist es der Mango. Und die hatten meine Cousine und ich hatten die so gern. Deswegen glaube ich, werde ich sie noch behalten und versuchen aufzubrauchen. Das wird eh lustig werden, Leute. Das wird lustig werden. Den werde ich weggeben. Das ist ein Max Factor Lippenstift in Nude. So sieht er aus. Habe ich mir damals einbildet. Den werde ich weggeben. Ich hoffe, dass die eine Kollegin von mir haben will. Ich kann es nur hoffen. Werde ich auf die Seite legen. Dann habe ich hier noch Lippenstifte von der Drogerie. Einmal, wie soll ich das machen? Einmal den Sleek, den hatte ich mal bekommen. Den werde ich natürlich nicht hergeben, weil Orange ist genau meins und ich habe in letzter Zeit keine orangenen Lippenstifte mehr, fällt mir auf. Ich glaube, den werde ich aber weggeben. Der ist noch ungeöffnet. Und das ist so ein Glitzer-Flitzer-Ding, den werde ich weggeben. Den stellen wir da her. Dann habe ich hier noch einen MAC, den ich natürlich nicht hergeben werde. Das ist von der Marilyn Monroe Kollektion gewesen. Fangt wieder schlecht an, oder? Was sagt ihr? Den gebe ich auch nicht her, den habe ich zweimal. Den habe ich mir nämlich damals extra gekauft, weil ich dann nicht schlafen konnte, weil ich den unbedingt haben wollte. Den werde ich dann irgendwann einmal in der Arbeit verwenden, weil da benutze ich immer so grelle Farben. Auch wenn ich Orange dann trage, werde ich den verwenden. So, dann habe ich hier einen Lipgloss von Shiseido, den werde ich auch nicht hergeben, weil den habe ich mal in einer Douglas-Box gehabt. Sollte ich aber vielleicht bald mal aufbrauchen. Wäre vielleicht mal nicht schlecht. So, dann habe ich hier einen Apple Pie Lipgloss. Ich bin mir nicht sicher. So wie bei dem bin ich mir auch nicht sicher, weil da habe ich einen schon seit Jahren in der Handtasche. Den habe ich jetzt vergessen natürlich. So sieht er aus. Der Coralista von Benefit und einmal eben den da. Ich lasse den noch. Ich lasse den noch. Mal gucken, ob ich die vielleicht doch irgendwann aufbrauche. Die werde ich natürlich auch lassen. Das ist einmal ein Essence-Lippenstift in rosa. Das schaut schon mal sehr schlecht aus. Ich habe gedacht, ich kriege ein paar los. Aber diese Drogeriesachen benutze ich halt dann
für die Arbeit. Da habe ich immer meinen eigenen Lippenstift, weil ich mag das nicht, wenn ich die Tester verwende. Ja, dann habe ich hier zwei Essence. Einmal die 03 Com Naturally, so. Der ist auch unbenutzt gewesen, deswegen habe ich mir die damals auch genommen. Das war ein Tester auch. Und einmal die 16 I Am Yours. Der ist sehr schön. Ja, die werde ich halt dann auch aufheben, wenn ich dann in der Arbeit einen neuen brauche. Das ist halt das Problem, es dauert halt alles eine Weile, wenn man so viele hat wie ich. Was ich auch nicht weggeben werde, ist das Lippenöl von Gosh. Ihr seht es eh, das ist bis zur Hälfte leer. Könnt jetzt, glaube ich, gar nicht so Lippending oder so zu Lipgloss, aber ich wollte euch das jetzt mal zeigen. Den werde ich auch noch aufheben, weil da habe ich die anderen auch noch. Also bis jetzt habe ich mich nur von zwei Sachen trennt. Kommt sehr schlecht, oder? Kommt wirklich verdammt schlecht. Okay, die ich noch aufhebe, schmeiße ich jetzt mal da in den Korb rein. So. Und die ich auslässt, gebe ich mal daneben hin. So. Kommen wir zu Lippenstiften. Den gebe ich auf gar keinen Fall weg. Das ist so ein Mini-Klinik-Lippenstift. Nein, Blödsinn. Mini-Saint Laurent-Lippenstift. Gebe ich nicht her. Auf gar keinen Fall. Dann habe ich einen zugemachten Yves Rocher. Das ist mein allerliebster Lippenstift gewesen. Da habe ich sogar mal einen aufgebraucht. Gebe ich auch nicht her. Dann habe ich hier einen Flomar. Den muss ich noch ausführlich benutzen. Er ist eigentlich knalliger, als er jetzt in der Kamera rüberkommt. Den werde ich noch ein paar Mal benutzen. Wenn er nicht hält, so wie ich das will, werde ich ihn weggeben. Dann habe ich hier einen P2, den ich dann irgendwann einmal für die Arbeit nehmen werde. Der sieht so aus, weil P2 gibt es ja nicht mehr bei uns. Dann habe ich den nochmal, den Catrice, den, was ihr vorher gesehen habt, wo er benutzt war. Das ist ein ganz neuer. Ich habe mir den damals leider zweimal gekauft. Dann zweimal den Yves Rocher, den habe ich damals gratis bei einem Einkauf bekommen. Habe ich sogar einmal schon aufgebraucht. Den werde ich aber weggeben. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde, weil, keine Ahnung. Aber von dem werde ich mich jetzt trennen. Das ist der Inglot Lippenstift, den es damals gratis bei einem Kauf dazu gab. Die Farbe ist schrecklich. Also ich finde die Farbe echt. Oder soll ich den aufheben für die Arbeit? Ich glaube, ich werde den für die Arbeit nehmen. Das so viel zu kommt weg. Dann habe ich hier einen Manhattan Lippenstift. Kommt auch nicht weg, der ist neu. Also neu, Anführungsstrichen. Ich habe einen unbenutzten und einen benutzten. Ich habe den also zweimal. Nur weiß ich jetzt nicht, wo der zweite ist. Ich glaube, der ist in der Schachtel. Da muss ich dann noch nachschauen. Das sind diese Metallic, die werde ich weggeben von Essence. Er ist auch unbenutzt, aber den werde ich weggeben. Vielleicht will den meine Nichte haben, weil den werde ich entsorgen. Dann habe ich hier einen Nude Lippenstift von Catrice. Von dem werde ich mich nicht trennen. Normalerweise trage ich ja keinen Nude mehr, aber den werde ich noch behalten. So wie die beiden von Clinique. Die habt ihr hier. Werde ich auch behalten. Das sind Tester. Die habe ich mal bekommen von einer Klinik-Dame. Schon sehr lange her. So sehen die aus. Finde ich beide schön, weiß ich nur noch nicht, wann ich es verwende. Den werde ich auch nicht hergeben. Das ist von Essence der Lippenstift. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch im Sortiment gibt. Bei dem finde ich wunderschön. Ihr wisst, so ein Rosenholz ist genau meins. Oh Gott, dann habe ich noch einmal den in Nude. Ich überlege, ob ich den weggeben soll. Ich überlege es mir noch. Dann habe ich von derselben Kollektion den Red Butler Lippenstift von Catrice. Den werde ich natürlich auch nicht hergeben, weil das auch einer meiner Lieblinge ist. Oh, da ist der zweite. Oh Gott, ich glaube, ich habe den dreimal von Manhattan. No comment, please, no comment. Dann habe ich hier einen Mini-Klinik-Lippenstift. Werde ich natürlich auch nicht weggeben. Das ist echt, echt Panne, Leute. Ja, den behalte ich aus nostalgischen Gründen. Den habe ich nämlich mal beim Douglas bei einem Einkauf dazu bekommen. Da steht Lady Million drauf. Das ist von dem einen Duft. Da gab es mal, ich glaube, so als Goodie dazu, so einen Lippenstift. Den kann ich auf gar keinen Fall mehr benutzen, aber ich werde ihn nicht weggeben. Was habe ich denn hier? Oh, von P2 habe ich dann noch einen Lippenstift. Ist das P2? Nein, Trended Up, sorry. Von Trended Up habe ich noch einen Lippenstift. Das ist auch genau meine Farbe, deswegen werde ich den auch nicht hergeben. Fame vom Feinsten. Den werde ich auch nicht hergeben. Das ist so ein Lila. Werde ich dann in der Arbeit irgendwann einmal im Herbst oder so verwenden. Habe ich da oben noch Platz? Nein, dann nehmen wir da her.
den gebe ich auch weg. Das ist derselbe von Essence aus dieser Metallic-Reihe, auch unbenutzt. Werde ich auch weggeben. Es sind schon vier, okay? Nicht meckern. Es sind schon vier, die raus aus dem Ding gehen. Also die ich weggebe. So, dann gebe ich den auf gar keinen Fall weg. Das ist nämlich so ein Glitzerding von Catrice. Den gibt es nämlich nicht mehr. Und der ist noch komplett geschlossen. Dann habe ich hier von Make-Up Factory einen Nude Lippenstift, den ich auch nicht hergeben werde. Weil Make-Up Factory Lippenstifte liebe ich. Die sind Bombe. Das ist auch noch komplett zu. Von Yves Rocher so ein korallfarbener. Dann habe ich noch von Lancôme einen Lippenstift, den ich auch nicht hergeben werde. Den habe ich nämlich von der Arbeit bekommen und ich finde die so schön, die Farbe. Den gebe ich auf gar keinen Fall her. Und die Verpackung, die gibt es so gar nicht mehr. Die haben nämlich die Verpackung von den Lippenstiften verändert. Jetzt, die waren nämlich damals mit so einem Magnet. Sieht man das? Und jetzt muss man die drücken, so wie bei Chanel. Hoppla, ich habe ja da extra noch die Schachtel. Ja, fangen wir mit der nächsten an. Ja, ich hoffe, dass da ein paar fliegen werden. Die Hoffnung ist groß, Leute, die Hoffnung ist groß. Aber auch nicht allzu groß, weil... ja, ich habe einmal einen Lancôme Lip Gloss, den habe ich mir mal in Klein Hogsdorf gekauft, weil ich den damals unbedingt haben wollte. Das ist dieser Melon Lip Gloss. Sollte ich mal verwenden. Schaut nicht mehr so nice aus. Gebe ich auf gar keinen Fall her. Hat mir die Amy aus dem... Ich glaube, von der Amy war der. Ich glaube, die Amy hat mir den mitgebracht von Too Faced. Hatte ich schon ein paar Mal oben. Weil ich das so besonders finde, habe ich halt die Schachtel noch aufgehoben. Der sieht so aus. Also so. Der ist echt schön. Also den gebe ich überhaupt nicht her, weil die Marke gibt es ja bei uns nicht. So wie meine Kat von Dee, die ich von einer lieben Arbeitskollegin und Freundin bekommen habe. Das ist einmal der Love Stick und einmal der LUV. Gebe ich auf gar keinen Fall her, weil die sind von der Kat von Dee und ich finde die super. Das ist so ein Lila, also eher so ein Rosé-Lila und der andere ist so ein knalliges Lila. Habe ich auch beide schon mal oben gehabt. Habe ich wirklich. Dann habe ich hier einen Sleek, glaube ich, ist das. Ja. Ein Sleek, glaube ich, ist das. Man kann da gar nichts lesen, weil da nichts oben steht. Aber durch das, dass da unten Old Hollywood steht, weiß ich, dass das ein Sleek Lippenstift ist. Beziehungsweise so ein matt Ding. Oh, da habe ich noch einen. Oh, ich hätte den jetzt nicht aufmachen sollen, aber who cares. Der war mal in einem Set drin mit einem Nagellack. Deswegen gebe ich den jetzt nicht weg. Ich glaube, da wird nicht mehr viel fliegen, Kinder. Oh Gott. Die gebe ich auch nicht weg. Das sind die letzten, die ich mir noch gekauft habe von Essence. Die werde ich auch nicht weggeben. Nein. Dann natürlich die von Clinique gebe ich auch nicht weg. Die habe ich damals mit meinem Gutschein gekauft von der Arbeit, was ich geschenkt bekommen habe. Da habe ich drei davon. Da wollte ich auch mal einen Blogpost machen, aber bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Ja, die zeige ich euch nur kurz, weil ich mache sie sowieso nicht auf. Aber Hauptsache ich habe sie, oder? Echt bescheuert. Ja, dann habe ich denselben, den habe ich mal von einer Freundin bekommen, in Lila. So sieht er aus. Ich finde ihn schön. Aber wird halt Zeit, dass ich den mal verwende. Oh, dann habe ich einen noch von einer... Freundin aus Deutschland bekommen, die hat mir den geschickt, weil ich den unbedingt haben wollte. Auch ein Cat von Dee ist das, ein Nude-farbener. Ich sollte mal... Ja, ich halte jetzt die Klappe, ich sage jetzt das nicht, was ich sagen wollte. Den werde ich auch ausmissen. Das ist so ein pinker Lipgloss von Essence. Yay, ich habe noch einen aussortiert. Den werde ich mir auch noch lassen. Das ist nämlich ein Backup zu dem, was ich euch vorher gezeigt habe. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Lip Candies. Das ist, wo ich den Nude-Farbe dann aufgehoben habe. Bin ich mir noch nicht sicher. Meine NYX gebe ich natürlich nicht her, weil die habe ich noch nie oben gehabt. Das ist ja das. Ich habe in letzter so eine Phase, ich kaufe was und dann benutze ich sie nicht. Die werde ich natürlich auch noch nicht entsorgen. Die gebe ich aus nostalgischen Dingen nicht her. Die sind eigentlich schon total kaputt.
Seht ihr das? Aber ich will sie nicht wegwerfen. Das sind die von MAC von der Disney-Kollektion. Leute, den werde ich auch weggeben. Eigentlich wollte ich die damals verwenden, aber ich werde die weggeben. Weil sowas benutze ich einfach nicht. Dafür gebe ich die beiden nicht weg, weil den mochte ich damals sehr, sehr gern. Das ist der Glamour to Go Lipgloss, wo ich meinen damals aussortieren musste. Werde ich nicht hergeben. Jetzt hätte ich ihn fast auf dem Weggeben-Stapel gelegt. Ja, dann habe ich die beiden noch. Von Love, die habe ich mir ja mal gekauft. Die sind auch noch komplett geschlossen. Ich glaube, den werde ich auch hergeben. Obwohl er noch komplett zu ist. Aber ich benutze solche Glitzer-Dinger nicht mehr. Also werde ich das hergeben. Obwohl er auch wunderschön ist. Seht ihr das? Den habe ich damals, glaube ich, gratis irgendwo mit dazu bekommen. Werde ich weggeben. Dann, oh, den in Pink gebe ich natürlich auch nicht her. Von diesem Beauty Balm Lipgloss. Dann kommen wir der Sache schon näher. Beziehungsweise es ist ein Ende in Sicht. 4 habe ich noch. Und ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Den will ich irgendwie nicht hergeben, weil den habe ich mir damals extra reduziert gekauft. Und die beiden will ich auch irgendwie nicht hergeben. Manhattan. Aber ich habe eh so viele. Ich kann das eh niemals aufbrauchen. Oh Mann, ey. Den will ich nicht hergeben, weil den mochte ich so gern. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich davon die Grätze kriege. Das ist der Tester von L'Oreal. Der 401. Ich weiß nicht, ob ich den... Oder ich probiere es nochmal. Mal schauen. Ich hebe ihn noch auf. Bei denen bin ich mir noch immer unsicher. Ich glaube, den lilanen werde ich weggeben. Was sagt ihr? Weil ich habe eh so viele. Ich habe den Nude-farbenen davon. Und ich habe schwanke jetzt zwischen denen. Ich glaube, ich werde den vielleicht auch aussortieren. Ich trage sowas eh nicht mehr. Ich habe eh jetzt noch einen, den ich dann noch benutzen kann und den werde ich, obwohl das so gut riecht. Nein, ich behalte ihn. Dafür bin ich mir bei denen so unsicher. Das ist damals der African Watermelon gewesen, der von Manhattan. Wir mochten diese Sweet and Tasty Lip Gloss so, so gern, meine Cousine und ich. Und ich habe mir da damals eben zweimal den Melone mitgenommen. Ja. Und den habe ich auch noch. Ich lasse sie mir noch. Ich muss halt mir in den Arsch treten, dass ich sie benutze. Was ich auch noch lasse, das habe ich vollkommen vergessen zu zeigen, ist das hier. Das ist ein Lippenöl von Clarins. Das habe ich gewonnen bei einem Marionot-Wettbewerb. Ja, auf das freue ich mich schon, wenn ich das benutzen kann. Ich habe noch welche gefunden. Schande. Ich habe noch eine Misslin Velvet Matte, diese Lip Cream gefunden. Die werde ich natürlich auch behalten. Die waren alle noch in dieser Schachtel drinnen, die ich vorher vergessen habe, euch zu zeigen fast. So, ich habe 3 von diesen Manhattan Lippenstiften, so wie ich es euch gesagt habe. Dann habe ich hier einen pinken Trended Up Lippenstift von einer... Wir haben da so eine Tauschbox gehabt und da war da drin, so. Dann habe ich noch einen NYX und genau in meiner Farbe. Ja. Also, die habe ich jetzt komplett unterschlagen. Tut mir leid, deswegen habe ich mir gedacht, ich schneide das jetzt noch rein. Ja, die werde ich auch leider alle behalten. So, das war's jetzt. Ausgemistet habe ich 3 von Essence. Sehen so aus. Der einzige, der benutzt worden ist, ist der pinke oben. Die restlichen habe ich noch nicht mal aufgehabt. Also noch nicht mal geöffnet. So. Dann kommt der weg, der was auch noch total verschweißt ist. Von Yves Rocher. Dann mein Max Factor kommt weg. Obwohl ich Nude mag, aber ich benutze das eh nicht. Diese 2 Metallic Essence Lippenstifte kommen weg. Und der Lip Candies in Lila kommt weg. Ja, also ich finde, es hätte schon mehr sein können, was ich aussortiere, aber ja, es ist jetzt noch okay. Ich finde es noch okay. Ich versuche es, die Sachen aufzubrauchen. Ich sage das immer wieder. Aber ich werde mir auch wieder da auch ein Kaufverbot natürlich setzen. Also Lipgloss kaufe ich mir auf gar keinen Fall mehr welche. Auf gar keinen Fall. Da werde ich versuchen, welche leer zu machen.
Was noch? Drogerie-Lippenstifte, also so wie Catrice oder so, werde ich mir auch nicht mehr kaufen. Da habe ich genug einfach und ich will die ja für die Arbeit dann verwenden. Ich benutze die ja so ja nicht mehr. Ja, Lipgloss will ich unbedingt reduzieren. Ja, ich glaube, ich setze mir auch ein Kaufverbot von Lipgloss sowieso, weil ich kaufe generell keine Lipgloss mehr. Und von Lippenstiften, was im Drogeriebereich oder auch im Make-up Factory Bereich angeht. Da werde ich mir nichts mehr kaufen dabei. Make-up Factory ist nämlich auch teuer, die habe ich mir nämlich damals selber gekauft. Den und den lilanen, den ich jetzt in der Arbeit verwende und den ich vor kurzem aufgebracht habe, den roten, der war von einer Schulung von Make-up Factory, den habe ich damals geschenkt bekommen. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, Sachen zu benutzen. Versuchen. Mir wäre es lieber, ich würde mehr aussortieren, aber ich kann mich von vielen Sachen einfach nicht trennen, so wie diese Manhattan-Dinger. Ich halte euch auf den Laufenden. Ich finde es okay, dass ich die alle aussortiert habe. Es ist nicht wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ich weiß, ich habe natürlich viel zu viel, aber 7 Stück finde ich schon okay, dass sie aussortiert sind. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr noch Lipgloss-Träger seid oder so. Ich weiß, ich hätte noch mehr ausmisten können, aber die meisten Sachen sind noch komplett zu, noch unbenutzt und die will ich halt noch nicht mehr. Ich weiß, ich bin ein Junkie. Ihr müsst damit leben. Ihr müsst damit leben. Ich bin ein Junkie, was das betrifft. Also habt so ein bisschen Erbarmen. Wenigstens ein bisschen. Und ja, aber ich werde mir auch keine Lippenstifte mehr kaufen. Egal welche Marke. Auch diese. Ich finde die super. Aber ich werde mir keine mehr kaufen. Ich bin nämlich ganz, ganz stolz auf mich. Wir haben ja bei mir beim Müller jetzt vor kurzem, schon ein paar Monate her, wir haben The Balm bekommen, die Marke. Und die Lippenprodukte sind so geil. Die sind so, so geil. Die halten so gut. Und vor kurzem habe ich auch die von Maybelline probiert, diese Lip Matte Ink. Die sind so geil. Die halten auch, die kann man trinken, essen, alles. Die sind Bombe. Aber ich werde mir nichts kaufen dabei. Nein, da müsste mindestens die Hälfte reduziert sein von den Sachen da, die ich habe, bis ich mir was Neues kaufe. Also. Aber ich glaube den einen Catrice gebe ich auch weg, oder? Den Fohlen. Den da. Den gebe ich auch weg. Also sind es 8 Sachen, die ich weggebe. Ich werde meine Arbeitskollegin fragen, ob sie den auch haben will. Ja, weil sie dreht das und ich frage auch gleichzeitig, ob sie den haben will. Ja, da ist ja gerade einer stiften gegangen. So, also ein paar Sachen habe ich braverweise aussortiert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt es mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr lieber benutzt. Lipgloss, Matte, Lippenstifte, Liquid Matte, irgend sowas. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!